McKenzie, der Scheibe springt da Pim über die Kelle. Aber die Huskies halten sie drin. Gut von Downing, die Scheibe abgefangen. Der Blois bleibt jetzt mal. Schön gespielt. Schusschance, Tor! Der Überzahlfluch von Steffen, er ist gebrochen. Endlich kann ich den 11.11.16 streichen. Denn es ist der 7.4.17 und die Huskies, sie treffen in Überzahl. Und das war mal ein starkes Spiel von Derek De Blois. Lang gezögert, der Verteidiger rausgezogen. Wir gucken gleich mal. Ja, es schien mir, als ob das ein Spielzug wie am Reißbrett entworfen war. Das war, glaube ich, genauso gewollt. Über Pim, der direkt weiterleitet, dann ist die Klinge frei. Und die Huskies sind mit 1:0 vorn. Und es trifft der Mann, den die Huskies unbedingt ins Spiel kriegen müssen, nämlich ihr Kapitän Manuel Klinge. Das wird den Frankfurter Fans jetzt natürlich wehtun, dass der Goldhelm der Huskies auf der Anzeigetafel auftaucht. So, wir sind zurück in der Kasseler Eissporthalle. Das zweite Drittel steht an zwischen den Kassel Huskies und den Löwen Frankfurt, die im ersten Drittel sich einen Schussvorteil sozusagen erarbeitet haben. 12:9 Torschüsse für Frankfurt. Oh, Fehler Richie Müller. Nach wenigen Sekunden brennt es da schon in der Huskies-Defensive. Also mehr Torschüsse bei den Löwen. Das Tor haben die Huskies aber erzielt und auch die Löwen treffen jetzt. Brauchen 23 Sekunden durch. Ich weiß nicht, ob es Matt Tomassoni war. Jedenfalls hat er noch eine abgefälscht. Ob es ein Kasseler oder ein Frankfurter war, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, der war sogar zweimal abgefälscht. Einmal direkt vom Mann vor Matt Tomassoni und ich glaube, dann trifft der Brett Breitkreuz. Der geht jetzt als erster vorweg. Das ist im Normalfall der Torschütze. Für Breitkreuz wäre es das vierte Tor. Auch wenn er da jetzt herzlich wenig für konnte. Da sehen wir es. Einmal Kelle von einem Kasseler Spieler und dann Breitkreuz vom Oberarm. Springt die Scheibe ins Netz rein. Ja, dreckiges Tor, aber genau. Bestmöglicher Auftakt für die Löwen hier in diesem zweiten Spielabschnitt. Und so schnell ist die Führung wieder dahin für die Huskies. Aber die Huskies, sie müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht zu viel Emotionen in dieses Spiel reinbringen oder zu viel Energie. Stretch mit dem Bulli-Gewinn gegen Pim, nächste Chance. Pistini, den sieht Keller nicht, aber Puck geht auch am Gehäuse vorbei. 10 Sekunden, dann kommt Derek De Blois zurück. Nochmal Pistini mit dem Schuss, stark geblockt von Michi Christ vor dem Tor. Und die Huskies, sie sind jetzt wieder zu viert. Und die Scheibe ist drin, ein Eigentor der Huskies. Da verteidigen sie 2 Minuten lang 3 gegen 5 und dann Marco Müller macht das richtig, will die Scheibe abfangen und befördert sie Markus Keller durch die Hosenträger. Tja, die Löwen, sie können es einfach, diese dreckigen Tore, die sind hier entscheidend. Und CJ Stretch wird der Torschütze sein, auch wenn natürlich Marco Müller der Unglücksrabe ist. Da haben wir es. Ja, extrem unglücklich. Aber die Löwen, letztlich sind sie es, die diese Überzahlsituation nutzen, diese lange Überzahl. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Sekunden, 4 gegen 5 Unterzahl Huskies, 3 gegen 4 Unterzahl Huskies. Dann 5 Sekunden 4 gegen 4 und dann 1 Minute 53 Überzahl für die Huskies. Die jetzt aber erstmal defensiv arbeiten müssen. Gavlik im 1 gegen 1 und jetzt sind die Huskies komplett. Oh, was ist das denn für ein Pass von Bojachinov? Und das Tor und Bojachinov, der hält die Hände über dem Kopf zusammen, der weiß, was er da gerade verbrochen hat. Es sind diese katastrophalen Fehler, ich habe es vorhin angesprochen, die den Huskies hier das kosten. Anstatt einfach anzubremsen, gucken Sie hinten hinterm Tor, da steht Drew McKenzie bereit. Er will sofort nach vorne gehen. Ja, und Pavel Drunia ist derjenige, der hier zum 3:1 trifft. Mein Lieblingswort Momentum muss ich jetzt wieder nennen. Aus Kasseler Sicht, du überstehst diese 3 gegen 5 Unterzahl, machst das wirklich gut, hast danach eigentlich Überzahl und du schenkst es wieder her. Derek De Blois, Downing geht, Hanusch geht raus, Hanusch kommt rein, führt McKenzie so rum. Huskies müssen sich sortieren und ich auch. Richie Müller blockt Steve Hanusch da mit Leichtigkeit weg. Kein großer Druck von den Huskies. Jetzt vielleicht. Da ist er drin. Jack Downing mit dem 2:3 unter die Latte. Weil ich glaube, es war gar nicht Downing. Es war De Blois, der den Abpraller genommen hat. Und das Lebenszeichen der Huskies. Es ist, wenn wir beim Leben bleiben wollen, vielleicht überlebenswichtig.
Da sehen wir es noch, der Scheibenverlust der Löwen in der Bande. Drei Leute stehen auf einer Seite. Und diesmal sind es die Huskies, die das eiskalt ausnutzen. Dronja kommt da nicht mehr hinterher. Und da sehen wir es. Oh, klasse gemacht aus Spitzenwinkel von Derek DeBlois, wie die Scheibe da unter die Latte lupft. Und der Huskies, die schlagen zum zweiten Mal in Überzahl zu heute. Und melden sich damit zurück in diesem Drittel, das bislang überhaupt nicht für sie gelaufen ist. Naja, sie variieren jetzt mal im Powerplay, switchen und wechseln auch immer mal wieder die Position und machen es damit auch gefährlich für die Löwen. Nächste Schusschance, Abwehr, Tor! Adriano Caciola mit dem 3:3 Ausgleich. Und es ist die Flexibilität, die du angesprochen hast im Huskies Überzahlspiel. Aber es gibt Videobeweis, okay. Da geht es wahrscheinlich um den hohen Stock. Also das mit dem Ausgleich nehme ich zunächst erstmal zurück. Aber unabhängig davon. Schauen wir mal, Caciola vom Tor. Vorraum abseits ist es nicht. Und ein hoher Stock für mich auch nicht. Die Bewegung vom Steger jetzt vom Hintertor können wir es gut sehen. Gut, die verzerrt jetzt natürlich wiederum. Das stimmt auch wieder. Weil die höher angebracht ist als die Torlatte. Also Torraum abseits ist es nicht. Das können wir hier schon mal festhalten. Dafür steht er deutlich außerhalb. Und das, was wir in der Serie gegen Weißwasser, ich glaube, Steffen, korrigiere mich, 5-mal gesehen haben, 4 oder 5-mal, mit dem positiven Ende immer für die Huskies. Immer, ja. Da haben die Huskies eine weiße Weste. Geht jetzt also in seine Premiere hier im Halbfinale. Spiel Nummer 4, 6 Minuten vor Ende dieses zweiten Drittels. Das Tor wäre natürlich auch so eminent wichtig. Es wäre das erste Mal in dieser Serie, dass die Huskies 3 Treffer erzielen in einem Spiel. So ein bisschen die Offensive zurückbringen. Wir haben es vorhin gesagt, da kommt er. Und das Tor, es zählt. Es ist der Ausgleich. Jetzt stark Toni Ritter mit seiner Reichweite. Holt sich die Scheibe wieder. Thomas Soni, harter Check. Ja, das ist stark, Thomas Soni gegen Ritter, aber fairer Check, das genau. Muss man auch betonen. Wie gesagt, Thomas Soni im Kopf kleiner als der Toni Ritter. Da legt Tor für die Löwen. Die Löwen setzen den nächsten Schuss, den nächsten Stich. Also, bezüglich Prognosen halten wir uns jetzt zurück. Wieder eiskalt. Christoph Gavlik aus dem hohen Slot zentral. Fanghandseite hoch bei Markus Keller. Die Löwen sind wieder zurück, sind wieder in Führung. Da wird kein Eis gegeben, ist abgewunken. McKenzie gegen Müller. McKenzie, körperliche Vorteile, die läuferischen, da müssen wir nicht drüber reden. Hoppla, Lasse Popitz hält da den Puck im Spiel und da ist Richie Müller völlig frei und macht das 5:3. So, und da gibt es ja jetzt noch Diskussionen. Richie Müller hat da noch was abbekommen, das habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, und die Beschwerden richten sich dann auch an Lasse Popitz, der hier die Scheibe drin hält. Allerdings, Richie Müller, so frei darf er dann da auch nicht rumstehen. Ja, sagen muss, der Schiedsrichter im Normalfall ist er Luft. Ja, muss in dem Fall auch so als betrachtet werden, auch wenn das bitter für die Huskies ist. Und ich höre jetzt schon wieder die Stimmen aller Lasse Popitz und Frankfurter. Aber, ja, wobei, aber ich muss sagen, es ist letzten Endes das dritte dreckige Tor in diesem Drittel für die Frankfurter, die natürlich dann auch, was wir in den letzten Spielen schon mal drüber gesprochen haben, was wir besprochen haben, auch so ein bisschen das Scheibenglück einfach haben in diesem Zusammenhang. Aber jetzt kann man wieder darüber diskutieren, was die Ursache ist, ob das die Tatsache ist, dass Lasse Popitz die Scheibe drin hält oder dass Richie Müller da ewig lang völlig frei stehen darf und dann auch die Zeit hat, zum 5:3 zu treffen. Weil die Huskies eigentlich auch in der Bewegung raus sind aus der Zone. Vor allem vor dem Hintergrund, wie dieser Rückstand zustande gekommen ist jetzt hier. Dieser erneute Rückstand so vielleicht über Jack Downing. Fehlpass jetzt mal von Glesel. Downing und da ist es 4:5. Adriano Caciola. Was ist denn in diesem Drittel hier eigentlich los? 1:12 vor der Sirene. Und diesmal sind es die Löwen, die schweren Fehler da produzieren durch Max Glesel. Und die beiden Rechtsschützen spielen es dann super aus.
und ein erneutes Lebenszeichen also von den Huskies. Erinnert so ein bisschen an das Tor am vergangenen Sonntag, das 1:2 der Löwen. Dieser Fehler an der blauen Linie, die Huskies sind da weg mit zwei Leuten. Und Katschola spürt jetzt also sein Doppelpack ins Dritte. So, und das Maskottchen muss da runter vom Dach. Oh, da ist da Richie Müller an die Latte, völlig frei. Die erste Großchance geht an die Huskies. 4:1 jetzt aber für die Huskies. Pim Tor! Es geht so verrückt weiter, wie das zweite Drittel aufgehört hat. 54 Sekunden gespielt. Und erst die Huskies diesmal mit dem Glück im Bunde. Und dann diese Kontersituation. 4:1. Graydon Pim eiskalt oben ins Eck rein. Aber das dürfen sich die Löwen natürlich nicht leisten, 1:4 Konter zu kassieren. Da ist Pavel Dronja völlig allein auf weiter Flur. Und die Huskies eiskalt und kommen erneut zurück. Ja, jetzt geht's wieder schnell. Oh, auch das wieder nah dran am Absatz. Diesmal jetzt mit Treffer von den Huskies. Derek DeBlois war es aufs kurze Eck, Gegenzug. Und es ist ein Spiegelbild fast von dem Tor eben gerade. Auf der einen Seite der Aluminiumtreffer und auf der anderen Seite das Tor. Ja, und Brett Breitkreuz ist der Torschütze. Es ist unfassbar, was hier passiert. Da sind die Huskies nah dran am Führungstreffer. Und Breitkreuz, kalt wie eine Hundeschnauze, oben ins Eck. Ansatzlos. Kein Eis hängen, da war noch eine Scheibe, noch eine Kelle zwischen. 10 Minuten noch. So, Neubau, die ersten Fans beschweren sich, war aber völlig richtig. War sogar, glaube ich, eine Kasterkelle dazwischen. Downing führt nur Hungerecker, jetzt mal Hungerecker. Versucht es, die Scheibe ist drin! Und wieder schaffen es die Huskies zurückzukommen. Und das wieder, würde ich jetzt gerne mal von hinten sehen, wo der eigentlich reingegangen ist. Ich glaube, er hat es durch die Hosenträger von Brett Yeager gemacht. Nee, ich glaube, er hat ihn vorbeigezogen, oder? Schauen wir jetzt mal. Tatsache, er zieht ihn vorbei. Klasse Bewegung von Phil Hungerecker. Auch für ihn ist es sein erstes Tor in der Serie. Und 9 Minuten 43 Sekunden vor dem Ende steht es mal wieder unentschieden in dieser Partie. Das ist völlig verrückt mittlerweile. Und das, obwohl die Löwen, ich habe es gesagt, vorher besser waren, Druck gemacht haben. In diesem letzten Drittel laufen. Wir wissen noch nicht, ob es die letzten 100 in dieser Partie sind. Dafür müsste noch was passieren. Fast wäre es da soweit gewesen. Gefährlich vors Tor geworfen. Dronia, die Löwen wollen ins Finale hier. Das ist zu spüren. Da ist es! Und war es Brett Breitkreuz oder war es Dronia? 1:17 vor dem Ende. Ich glaube, Dronia war es. 7:6 für die Löwen. Und einmal sind die Huskies unnachlässig. Da sehen zwei Mann völlig alleine vor dem Tor. Ja, ja. Wer war es denn jetzt? Ja, sie werden sich schon auf einen einigen. Es ist aus Löwensicht, ist es völlig egal. Es sieht so aus, als ob die Löwen aus diesem Gemetzel im positiven Sinne, aus diesem Offensivfeuerwerk hier als Sieger hervorgehen. 1:17 noch zu spielen. Ja, eigentlich musst du dieses Bulli jetzt direkt nehmen. Carter Prof, bleibt da nicht viel übrig. Die Löwen wissen doch, als das auch spielt, die Mauer. Aber es ist vorbei. Die Löwen sind im Finale und wir können es jetzt sagen, gegen die Bietigheim Steelers sweepen die Kassel Huskies, nehmen sozusagen in dem Sinne Revanche für die Viertelfinalniederlage aus der letzten Saison. Die Huskies haben lange gebraucht, um in die Serie zu kommen, haben sich hier heute nach großem Kampf geschlagen geben müssen, verabschieden sich aber mit erhobenem Haupt in die Sommerpause. Herzlichen Glückwunsch nach Frankfurt, absolut verdienter Finaleinzug.